Mein Name ist Maria Sanchez. Ich bin Autorin, Traumatherapeutin und spirituelle Begleiterin und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychologie trifft Spiritualität. Ein Podcast, der einmal im Monat erscheint und der dich dabei unterstützen möchte, dir selbst neu zu begegnen. Es geht dabei um etwas, das ich mit großem Respekt vor wertvollen psychologischen und spirituellen Ausrichtungen einen universalen blinden Fleck in der Psychologie und auch in der Annäherung an Spiritualität nenne und auf den ich mit Hilfe dieses Podcasts unter anderem gern aufmerksam machen möchte. Wenn du unter psychischen oder psychosomatischen Symptomen leidest, wie zum Beispiel unter einer Depression, unter starken Ängsten, unter Migräne, emotionalem Essen, kraftraubende Beziehungsprobleme immer wieder hast oder wenn du unter Schlaflosigkeit leidest und so weiter, oder auch wenn du einfach ein tiefes Interesse an psychologischen und oder spirituellen Themen hast, dann möchte ich dich gern einladen, dich mit mir gemeinsam auf eine Erkundungsreise zu begeben. Wir werden allgemeingültige psychologische und spirituelle Annahmen und auch Überzeugungen, die beispielsweise mit diesen Symptomen einhergehen, genauer betrachten und umsichtig hinterfragen, sodass du für deinen inneren Weg, für deinen Heilungsweg neue Impulse erhalten und dadurch Unterstützendes und Dienliches für dich mitnehmen kannst. Bestimmt hast du schon Sätze gehört oder gelesen, die in die Richtung gehen, entfalte dein Potenzial oder lebe die beste Version deiner selbst. In der Regel erkunden wir gar nicht, was eigentlich die Quelle ist, aus der diese Sätze entspringen oder auch was die tiefergehende Dynamik ist, die mit diesen Sätzen verbunden ist. Stattdessen werden sie wie selbstverständlich in den Bereich Spiritualität eingeordnet. Warum aber gerade solche Sätze mit zum unspirituellsten gehören von dem, was wir Menschen äußern können und weshalb wir durch sie auf einer tieferen Ebene unsere Leidensschleife ständig unbewusst erneuern, darüber und über noch vieles mehr möchte ich gern in meinem Podcast sprechen. Ich freue mich sehr auf dich. Deine Maria Sanchez.